So, hallo und herzlich willkommen zum letzten Reading des Jahres 2022, meine Lieben. Ja, was wollen wir denn an anschauen bei diesem Orakel heute am Neujahrs oder am, am Silvesterabend? Wir wollen natürlich zum Abschluss dieses, ja, turbulenten Jahres, wo es ja ähm, auf und ab und hin und her und zur Sache ging und wieder nicht, wollen wir jetzt mal Selbstverständlich schauen, wie sind denn die Energien nächstes Jahr, wird es denn dann mit dem Wunschpartner, den du hast, was? Oder ist es ein ganz ein anderer und das ist alles Feenstaub und man kann sagen, gut, sollte nicht sein, da kommt ja eine neue Liebe. Oder man sieht, mh, ja, da könnte mal was gehen, neue Energie, neues Jahr, da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Na? Ja, ich hoffe, ihr habt alle schon eure Pläne gemacht für, das, ähm, für den Silvesterabend. Viele verbringen den ja gern auch alleine. Kenne ich viele, die sagen: Nein, möchte Silvester meine Ruhe haben, möchte entspannt sein, nochmal reflektieren, ähm, schauen wir dann irgendwo äh, das Feuerwerk an, im Fernsehen, im Fenster, nenne ich im Fenster, hinterm Fenster. Na, äh, manche machen eine riesen Party. <laughs> ich bin heute wahrscheinlich dann. Bei meiner Mutter und bei ihrem Freund gibt es halt das klassische Raclette. Na? Und ja, jeder verbringt den Abend irgendwie anders und so, wie er das dann gerne möchte. Na? Ja, also da würde ich sagen, wir schauen mal rein, was wir denn jetzt da so sehen. Ich bin sehr gespannt. Äh, vielen lieben Dank. Ich habe auch Erlegungen bekommen in Bezug auf ähm, darauf, dass hier ständig irgendwie bei mir die Lilien aus dem Deck springen. Also, ich habe äh, selbst offensichtlich äh, noch etwas zu tun, zu erledigen, aufzuarbeiten, anzuschauen. <laughs> das ist halt einfach so. Ich habe das auch in meinen Kartenlegekursen. Wenn ich einen Kartenlegekurs gebe, ist meistens eine Karte dabei, eine bestimmte Karte, die immer und immer wieder fällt. Also das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, immer das mal so zu beobachten. Was möchten einem die Energien momentan immer sagen? Und in der Kollektivenergie, also es ist ja auch für uns alle. Die Lilien natürlich auch Schönheit, Wachstum. Na, da geht es jetzt ja nicht nur um Sex, also vor, vorzugsweise schon, aber natürlich hat diese Karte ähm, auch noch andere Bedeutungen. Ja, wir wollen jetzt einfach mal reinschauen. Ich bin schon mal gespannt, was geben denn die Energien da so her? Wo ist mein Logo? Das ist das Falsche. Das wollen wir. Wir sind hier ja auf Angel Readings. So, dann wollen wir mal gucken, was geben Energie her für nächstes Jahr mit dem Wunschpartner. Was macht Wunschpartner? Wo sei ein Wunschpartner? Wunschpartner da, Wunschpartner weg. Und wir fangen mal an. Meine schöne Männerdeko. Ja, die hat mich jetzt ja schon Viele Tausendmal begleitet beim Liegen. Die ist jetzt hier einfach die Stammmannschaft. Ich erkläre ich noch mal auch mal irgendwann genauer, was diese ganzen Symbole und ähm, ähm, ja, Objekte hier eigentlich im Detail bedeuten. Das sind mir alles sehr sehr wichtige ähm, Symbole und auch das ist mein geschützter Bereich. Da kommt nichts ran an komischer Schwingung. Da ist einfach neutrale Energie oder eben auch gute Energie, ähm, dass man hier auch ja objektiv legen kann. So, ich habe den ähm, guten Mann schon rausgelegt. Ähm, das heißt, wenn du natürlich als Mann zusiehst, ist das deine Wunschpartnerin. Na? Also die Männer, die drehen sich ja immer sehr gut um hier am Kanal. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da nächstes Jahr so sehen. Also, oder ja, gut so lang, dass wir für die nächste Zeit sehen. Geht es denn da voran mit dem Wunschpartner? So, das sind wieder zwei umgedreht. Ja, ich meine, diese Karten, das sind schon ganz schöne Äste, ne? Also, da muss man schon auch ähm, fingerfertig sein. So, da haben wir auch schon eine. Das ist der Page, das ist der Page der Stäbe. Okay, ja, man sieht ja, der Page, das ist immer so eine putzige Karte, ne? Und der Page der Stäbe, die stehen ja dafür, dass man etwas tut. Der steht dann für Aufbruch dass jemand auf dich zugeht, der steht auch dafür, dass man ja mal auch mal eine Chance ergreift am Schopfe, ne? weil wie gesagt, die Stäbekarten, da geht es ja immer darum, dass man etwas tut, dass man aktiv wird, also hier tatsächlich vielleicht auch aktiv eine Chance ergreift und sagt, hm, jetzt gebe ich mal All-In und schau mal, was dabei rauskommt, ne? Vielleicht spuckt ja der Automat der Liebe jetzt äh, endlich ähm, handfeste Fakten aus, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt mal drauf aufbauen, beide halten zusammen, beide verstehen, ähm, dass ihr ja hier eine Chance habt für die Liebe, miteinander zusammen zu sein ähm, oder eben auch miteinander zu wachsen. Ja, also der Page, der Stäbe, ist schon mal ganz gut. Schauen wir mal was. Äh, welche Chance geht es denn da so? <laughs> Ach, leck mich da. Hey, es ist nicht zu fassen. Okay, wir nehmen es als gegeben hin. Uns allen, meine lieben Damen und Herren, es ist eine Kollektivlegung. Uns allen möchte diese Karte seit langem schon mal etwas zeigen. Und in Verbindung mit dem Pagen der Stäbe, der da ja sagt, ergreife deine Chance gibt es hier ja nicht mehr viel hinzuzufügen. Na? Also es ist ja was in der Luft, es knistert und knackselt ja schon in, seit längerem. Ich möchte jetzt, ehrlich gesagt, wir kennen die Karte der Lilien jetzt schon alle in und auswendig. Ja, Wir wollen jetzt mal final schauen, ähm, was ist denn hier jetzt los. Es geht auch im nächsten Jahr irgendwie so weiter mit der Energie. <laughs> Okay, die will. <laughs> so, ja, meine lieben Damen und Herren, die ihr da alle an den Fernsehgeräten sitzt, der Salon, das ist das Zusammenkommen, das ist das Zusammensein, das ist das Treffen, ja, gemeinsam mit den Lilien, ja, die ja auch für ja äh, dafür stehen, das was eigentlich alles in der Beziehung schön ist, ne, Sexsinnlichkeit, Romantik, Zärtlichkeit, Harmonie, Wachstum, Schönheit, ja, also wenn ich jetzt da reinfrage, nächstes Jahr geht's denn da jetzt mal voran, wenn die Energien jetzt gut oder schlecht sein, ähm, dann sagt mir diese Reihe schon wieder a, ich habe ein Abo abgeschlossen auf die Lilien und b hier schaut es mir aus, als würde da was vorangehen. Na, weil alleine der Page der Stäbe ist ja so ein Kerl. Da geht was voran. Da kann man was nutzen. Da kann man was starten. Na, da kann man die Chance beim Schopf ergreifen. Das ist eine Chance, etwas voranzubringen. Also von daher sind es ja schon mal ganz gute Energien. Na, also alles halb so wild. So. Vielleicht lasse ich sie einfach äh, künftig draußen liegen schon mal. Da muss ich sie extra hermischen. Okay, da ist eine. Ein Narr, ein Narr. Das ist lustig. Das ist ja ähm, im Tarot auch so, die Karte für den Neubeginn, etwas fängt an. Das ist ja die, Null, die nullte Karte in der großen Alkana, also die erste oder auch nullte Karte. Da geht was los, da passiert was und man sieht es ja auch schon. Dieser Narr, ja, ähm, der steht für den Neuanfang, für Offenheit, Sorglosigkeit. Der ist unbefangen, der zum so ein gottgegebenes Vertrauen und sagt, okay, ich laufe jetzt einfach mal los. Was soll denn schon schief gehen? Und was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ich nehme mein Säckchen. Auch interessant die Säckchen da. Ich nehme so wenig emotionales Gepäck wie möglich mit auf meine neue Reise und ähm, starte einfach etwas Neues und fange an, ähm, ja die 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 Dinge anzunehmen, die da kommen. Ich äh, stürze mich vielleicht auch mal in ein Abenteuer hinein. Also der Narr ist eigentlich eine schöne Karte, weil da geht's los. Na jetzt geht's so richtig los hier. Na also wir schauen mal, was man dafür eine Karte dazu kriegen. Ein Baum, ja, siehst du mal, der Baum auch schön an der Stelle mit dem Narren. Ähm, da geht es ja auch um stabiles Wachstum, da geht es ums Leben. Das ist ja auch die Karte des Lebens, dass man sagt, äh, nächstes Jahr, ähm, ich gehe mal los, ne, nimm mein Säckchen mit. Und ähm, fang mal an, nach vorne zu gehen. Fang mal an, äh, einfach die Dinge zu nehmen, wie sie da kommen. Lass mich vielleicht auch mal fallen. Ähm, Schauen wir halt mal, entweder es geht gut oder nicht. Ich bin da völlig offen und sorglos. Ich nehme die Geschenke des Lebens an, die dazu so kommen. So, und da ist auch nochmal der Stern. Ja, der steht ja auch für Fülle, Klarheit, Wunscherfüllung. Also die Energien für dich oder auch für deinen Wunschpartner nächstes Jahr. Denk nicht so viel nach, grübel nicht so viel rum. Was ist denn, wenn das passiert? Was ist denn, wenn da passiert? Was könnte denn dann sein? Lass es aber alles beiseite. Sei der Narr. Ja, nächstes Jahr. Ähm, geh in deinem Leben auf deine Klarheit, auf deine Fülle, auf deine Wunscherfüllung zu. Und mehr wie ein Nein kann es nicht geben. Und auch ein Nein bringt dir ja Klarheit, dass du sagst, gut. Soll denn halt einfach nicht sein, mein Schicksal hat äh, etwas anderes mit mir vor. Mein Schicksal möchte vielleicht mh, mich auf einen anderen Weg schubsen, ähm, weil ich äh, festgefahren bin. Na dabei ist das gar nicht mein Weg. Oder ja, es wird sich auszahlen und ihr geht beide gemeinsam hier nächstes Jahr mal ins Wachstum. Na? Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal weiter. Was kriegen wir denn da noch? Mäßigkeit. Okay, naja gut, die Mäßigkeit, man sieht sie eigentlich schon an der Karte. Na, da geht es um ein richtiges Maß, Ausgewogenheit. Da geht es auch um Harmonie. Na, da geht es auch um einen Mittelweg. Also, wenn bei euch jetzt ähm, Dinge zwischen euch standen, ähm, die ja dich gestört haben oder Dinge, die ihn gestört haben, Streitpunkte, Themen, na, wo man immer wieder dran gestoßen ist und immer wieder gesagt hat, mein Gott, es nervt mich jetzt des Todes, dass wieder dieses Thema da ist, einfach mal einen Mittelweg finden, wenn das Gespräch zustande kommt und zu sagen, ich weiß, was ich bei dir nicht für Knöpfe drücken darf. Du weißt, was du bei mir nicht für Knöpfe drücken darfst. Und wenn wir diese simple Regel befolgen, dann können wir einen guten gemeinsamen Weg gehen. Ja? Also die Mäßigkeit, Piano Piano, na? immer langsam machen, nichts überstürzen, auch nicht irgendwo reinstürzen, ohne großartig nachzudenken. Und ein Ziel zu haben. Ja, ich sage ja immer, zum Ziel ist nicht gut, wenn man immer einen, einen riesen Schritt plant und unterwegs tausend Sachen passieren, sondern es ist immer gut, wenn man ein, ein Ziel hat, zu sagen, ja, wo ist das Ziel, wie komme ich da hin? Welche kleinen Schrittchen sind denn da nötig, dass es funktioniert? Und ich freue mich an den Erfolgen der, der kleinen Dinge. Na, auch im Wunschpartnerbereich. Ähm, immer eins nach dem anderen ähm, Kontakt herstellen, sich gut verstehen, äh, regelmäßigen Kontakt haben, Vertrauen aufbauen, kennenlernen. Kleine Schrittchen zum Ziel. Ich glaube, das möchten uns die beiden Karten hier sagen. Und das haben wir da noch. Eine Brücke, das ist the Bridge, the Bridge to your heart. So, diese Verbindung, wo ich gerade gesagt habe, herzustellen. Mit Mäßigkeit ist immer viel, viel besser. Aber ich sage es ja auch immer wieder. Kennen, Lernen ist wichtig. Man lernt sich kennen ja und ähm, kennt die Macken und die, 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 die Züge des anderen na, und lernt sie lieben oder auch nicht. Na, und daher ganz, ganz langsam mit langsamen Schritten vorangehen, nicht befangen sein, keine Vorurteile haben, denn hier geht es ja nochmal richtig <laughs> zur Sache, ne? Ja, meine Lieben, okay, wir schauen nochmal noch mal weiter. Wir haben ja gefragt, ähm, geht es denn nächstes Jahr mit dem Wunschpartner jetzt besser voran? Oder ähm, wird es vielleicht auch ein anderer? Kann ja auch sein, na? Oh, das ist die Glückskarte. Die Glückskarte, die vier der Stäbe. So, da geht es hier ums Glücklichsein, ums Zusammensein, Glückskarte, ähm, die vier Stäbe ist glaube ich auch sogar die Seelenpartnerkarte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber auf jeden Fall die vier Stäbe. Wunderschöne Karte, da geht's ums Glück. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir noch zwei ordentliche Karten dazu bekommen, ähm, die da dazu gehören, weil, ja, hier geht ja schon mal einiges. Äh, wichtig für dich auch natürlich der Hinweis in Bezug auf deinen Wunschpartner, ähm, dass du nächstes Jahr nicht ähm, mit der Tür ins Haus fällst, na? dass du äh, in die Tür eintrittst und sagst, äh, hey, was ist denn jetzt da? Geht da jetzt was oder nicht? Sondern, dass man das Ganze mit Mäßigkeit und völlig unbefangen angeht. Also, das sind schöne Hinweise, die wir jetzt da haben, was man vielleicht im nächsten Jahr anders machen könnte. Na? Okay, das ist die Karte des Wachstums. Blumen, Harmonie, Schönheit, Wachstum, ähm, Komplimente, Aufmerksamkeit, ne? aber auch Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, na? dass man schon mit dem nötigen Selbstbewusstsein an den Partner rangeht, dass der merkt, Okay, da habe ich einen selbstbewussten Menschen vor mir. Das wird sehr, sehr geschätzt. Wie wenn da jemand kommt und hier in der Bedürftigkeit an der Tür klopft, sondern man soll schon auch was ausstrahlen. Von daher hier ist das auch eine schöne Karte. Und ihr baut ein Haus. Na wunderbar, das Haus ist noch gefallen. Da geht es ja um eine Basis, ein Fundament. In der Liebe ist das absolut die Karte, wo man sagt, da ist was, worauf man dann aufbauen kann. Eine gute Basis, ein gutes Fundament entsteht aber auch nur, wenn man hier unbefangen reingeht und wenn man auch die nötige Zeit mitbringt, um das wachsen zu lassen. Weil mein Opa hat auch immer schon gesagt, langsam ist besser als schnell. Aber ich würde sagen, hier geht es ja noch mal richtig los ähm, nächstes Jahr, wenn ich sage, wie läuft es denn mit dem Wunschpartner jetzt äh, im neuen Jahr so weiter an? meine lieblingskarte das zusammenkommen chance ergreifen nicht befangen sein nicht so viel gepäck mit rumtragen ähm, piano piano äh, langsam machen und dann kann hier auch ein wachstum und eine basis entstehen also von daher ist es eine schöne schöne legung geworden meine lieben was mir jetzt noch zu sagen bleibt ist ja euch einen ganz ganz tollen guten rutsch ins nächste jahr zu wünschen viel viel freude natürlich für den start im nächsten jahr Ganz, ganz viel Glück, Gesundheit, Fröhlichkeit und vor allem Leichtigkeit. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch allen natürlich auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ja dann im neuen Jahr wieder. Na? Also meine Lieben, macht's gut, seid lieb zueinander und bis bald. Servus.